Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Parables 16, das Porträt der befleckten Prinzessin. Was ist das? Armbrustfragment. Okay. Okay, die Prinzessin war hier anscheinend. Sie hat nämlich alles schon angemalt. So. Das hatten wir schon mal. Für den Rest fehlt uns noch eine Klinge. Ein Schlüssel haben wir. Okay, dafür. Und dann haben wir das erste Schwert. 1 von 3. Okay, hatte scheinbar Angst vor uns. Kapitel 3. Hilf der Prinzessin. So, die erste Tür ist da auf. Rein geht's in den Kunstraum. Das habe ich gesehen. So. Unvollständiges Schwert. Das wird vermutlich nur die Klinge sein, weil oben diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, diesen Schaft, haben wir ja mehrere gefunden, wo wir die Sachen einsetzen könnten. Also, mal schauen, ob meine Theorie stimmt. Noch ein Klingenstück fehlt. Ach, na, vor meiner Nase. Eine Nachbildung, okay. Die Lügen des Königs brachte den Fluch hervor. Okay. Okay. Die Prinzessin kann jetzt reden. Nachdem ich ihr Gesicht gepflegt hatte, stellte ich fest, dass sie überhaupt keine Angst hat. Oh, okay. Palettenmesser. Eine Dekoration. Wow. Eine sehr aussagekräftige Tätigkeit hier. Tätigkeit, ja, ist klar. Objekt. Aber irgendwas können wir noch
vergessen. Sonst wäre hier nicht dieses Zeichen, du kannst hier was machen. Ah. Ich dachte, hier oben der Schaft fehlt. Okay. Damit hat sich das dann auch erledigt. Da müssen wir dahin. Rein geht's in Atrium. Das ist deine Entlein. Wieder ein Hinweis auf den Froschkönig vielleicht. Ab ins Wasser geplanscht. Es bleibt keine Zeit mehr, wenn ich meinen Fluch nicht entferne, bevor der Blutmond über den Inselfelsen aufgeht, ist alles verloren. Prinz Feyakra von Essadea ging nach Cisneros auf der Suche nach dem Heilmittel für seine Leiden, das Wasser des Lebens. Prinzessin Fionuala, die von seinem schönen Geigenspiel in seinem Reisewagen gelockt wurde, war fasziniert von diesem mysteriösen, verletzlichen Jungen. Die Kinder wurden unzertrennlich, ihre Freundschaft entwickelte sich langsam zur Liebe. Er verließ die Prinzessin und versprach, zu ihr zurückzukehren. Als Beweis seiner Liebe ließ er sein Entlein bei ihr. Jahre später bat Fiagras Gesandter um die Hand der Prinzessin. Der König wollte seine Tochter nicht mit dem Erben des Reichen der Dunkelheit vereinen, heiraten und sagte, sie sei entstellt worden. Als Beweis seiner Lüge gab er dem Boten ein gefälschtes Porträt der Prinzessin. Fiagra blieb von Fionulias Leiden unberührt und kam als reisender Geiger verkleidet in den Hof von Cisneros. Als er den Betrug entdeckte, war er so verletzt, dass er seine Liebe zu ihr vergaß. Er bannte die Prinzessin in das Portell, bis sie das Wasser des Lebens gefunden hat. Das hässliche Entlein. Es war einmal ein Prinz der Finsternis mit einem Entlein als Begleiter. Der Prinz war zu jung, um zu verstehen, woher das Entlein kam. Es war für ihn selbstverständlich, überall mit seinem Entlein zusammen zu sein. Sie waren seit dem Tag seiner Geburt immer zusammen. Im Haus des Prinzen gab es andere wilde Vögel, die den Brüdern des Prinzen gehörten. Die anderen Vögel empfanden das kleine Entlein als eine schwache Kreatur und es wurde von ihnen verbal und körperlich misshandelt. Jedes Mal, wenn der Prinz versuchte, das Entlein zu beschützen, neckten ihn seine Brüder gnadenlos. Wie erbärmlich, ein schwacher Meister mit einem schwachen Herzen verdient einen schwachen Wächter. Du solltest dich in der Dunkelheit verstecken. Ihr beide seid eine Schande. So
Sowohl der Prinz als auch das Entlein führten eine traurige Existenz. Eines Tages fand der Prinz heraus, dass er krank war. Er machte sich auf den Weg in die Welt, um das Heilmittel für seine Krankheit zu finden. Bald befand er sich in einem wunderschönen Königreich voller Licht und war begeistert von allem, was er sah. Sogar als er in seinem Wagen saß, konnte er die Atmosphäre draußen fühlen, die freudig war. Obwohl er sich den Leuten draußen anschließen wollte, konnte er es nicht, denn das Licht verbrannte ihn und die Leute hatten Angst vor ihm. Eines Tages, als die Morgendämmerung anbrach, verließ der Prinz seinen Wagen mit seinem Entlein. Ein Leben in Einsamkeit konnte er nicht mehr ertragen. Er sehnte sich nach dem Licht, obwohl das Licht ihn zurückwies. Sogar die Lichtschimmer in der Nacht akzeptierten ihn nicht. Er spielte traurige Musik mit seiner Geige und beschloss schließlich, sich in die Sonne zu werfen. Er dachte, selbst wenn das Licht ihn verbrennen würde, wäre alles besser, als ein Leben in Hässlichkeit und Dunkelheit zu führen. Eine Prinzessin, die in einem ähnlichen Alter war, näherte sich dem Prinzen. Sie sagte, du spielst so wunderschöne Musik und dein Entlein ist so wunderschön. Möchtest du mit mir spielen? Turmschlüssel, der Tag, an dem die Prinzessin verflucht wurde, weil sie ihr Versprechen missachtet hatte. Oh. So, ah, da. Oh, das war fies versteckt. Das war ein bisschen gemein. So. Ein Turmschlüssel. Das müsste dann diese Tür sein. Da ist das Entlein. Wie komme ich dahin? Achso, das. Okay. Dann fehlt uns das andere Ornament noch. Aber hier können wir erstmal weiter nichts tun. Machen wir erstmal Schnellreise hier. Gut, dann müssen wir das erstmal reparieren hier. Zack. Das Chamäleon-Objekt haben wir in diesem Raum noch nicht, soweit ich hier weiß. Aber ich sehe jetzt auch nichts. Ich denke immer, das sind hier solche Banner oder Flaggen.
Weil das halt so der Klassiker ist bei Dark Parables, das als Chamäleonobjekt zu verschleiern. Aber scheinbar ist das hier nicht so. Zumindest nicht in diesem Raum. Und ich sehe das Chamäleonobjekt nicht. Naja, im letzten Teil haben wir leider auch nicht alle gefunden. Aber ich kann da ja auch nicht immer drauf achten. Aber wir haben eine Schnellreise, ne? Können wir uns die benutzen. Und zack. Können wir das rausholen und dann können wir das Holzschwert da reinmachen. Ne? Ja. So, aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.